Wählen Sie Einkaufen aus dem Hauptmenü aus. Hier können Sie Einkaufslisten erstellen, die auf dem Smartphone des Benutzers angezeigt werden. Um eine Einkaufsliste zu erstellen, müssen Sie die Produkte hochladen, wie zum Beispiel Bilder von Lebensmitteln, die Sie der Einkaufsliste hinzufügen wollen. Geben Sie den Namen des Produkts ein und dessen Preis. Laden Sie ein Bild des Produkts hoch. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie dies, um weitere Produkte hinzuzufügen. Wenn Sie alle Produkte, die gekauft werden sollen, hochgeladen haben, können Sie eine Einkaufsliste erstellen. Klicken Sie dazu auf Einkaufsliste erstellen. Jetzt wählen Sie die Produkte aus, die Sie der Einkaufsliste hinzufügen möchten. Geben Sie einen Namen für die Liste ein, wie zum Beispiel Montagseinkauf. Der Gesamtpreis der ausgewählten Produkte wird automatisch zusammengerechnet. Am Ende klicken Sie auf Einkaufsliste erstellen. Die Einkaufsliste wird gespeichert und ist in der Poseidon-App verfügbar. Wenn Sie auf Einkaufsliste erstellen geklickt haben, schlägt Ihnen das Web vor, eine Kalendererinnerung für den Einkauf zu erstellen, die auch das benötigte Geld, das der Benutzer mitbringen muss, umfasst. Nun haben Sie drei Möglichkeiten. Sie können eine Erinnerung mit dem genau berechneten Betrag erstellen. Oder Sie können den gewünschten Betrag in das Feld eingeben und auf Erinnerung mit Extrabetrag erstellen klicken. Oder drittens, Sie können keine Erinnerung erstellen. Klicken Sie dazu auf Abbrechen. Wenn Sie eine Erinnerung erstellen möchten, wird das Web Sie zu Ereignisse bearbeiten bringen. Ein vordefinierter Text erscheint nun in der Zusammenfassung, der auch den Preis, den Sie ausgewählt haben, enthält. Dieser Text kann auch, wie gewünscht, verändert werden. Jetzt müssen Sie ein Datum und eine Uhrzeit wählen, sowie andere Optionen, die Sie dem Kalenderereignis hinzufügen möchten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf Speichern. Die Erinnerung wird dann auf dem Smartphone des Benutzers erscheinen.